Seid gegrüßt! Ich habe ein Wasserdeck zum Auspacken. Und zwar von Force of Will, Wiedergeburt von Valhalla. Genauer gesagt, das Neuvalla. Das Neuvalla. Das Neu-Valhalla-Starterdeck Wasser. Mit Loki und mit Artus. Es ist ein Doppeldeck, das man dann aber zusammenfügen und einen der beiden Herrscher wählen kann. War das grammatikalisch korrekt? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, ihr kennt das Spiel. Das hier ist das Deck. Dann könnt ihr euch das screenshotten zum Beispiel und selber basteln. Und jetzt wird ausgepackt. Mal gucken, ob mir das Ganze gefällt. Wir haben wie immer eine Kurzspielanleitung, eine lange Spielanleitung, ein Regelbuch, und was ist das? Normalerweise ein Spielplan, aber scheinbar nicht. Wahrscheinlich eine Erklärung, wie das Spiel funktioniert, beziehungsweise das Deck funktioniert. Denn mit Neu-Valhalla wurde ja das Runensystem eingeführt. Und hier haben wir die zwei kleinen Minidecks. Ich finde es eigentlich ganz süß, dass man quasi mit den Minidecks gegeneinander spielen kann. Aber wir wollen ja ein Deck kreieren. Trotzdem packe ich jetzt erstmal die Maschinen aus. Genau. Fangen wir mal mit dem an, das ich nicht so toll finde. Der Herrscher ist natürlich Artus Maschinenkönig. Als Foil. Das ist ein bisschen hat's was von Star Wars, ne? Naja, es ist auf jeden Fall der Vollstrecker, Typ Maschine. Herrscher macht 10, das braucht man ja für die Runen. Flugfähig. Ach, der hat Flügel. Ja, okay. Und bei der Ankunft, schau dir die obersten 5 Karten deines Decks an. Wähle bis zu 2 Maschine-Resonatoren davon und entferne sie aus dem Spiel. Hä? Warum denn das? Lege eine Anzahl plus 100 Zählmarken auf diese Karte, die der Summe der Gesamtkosten der auf diese Weise entfernten Karten entspricht. Oh, wenn diese Karte auf das Spielfeld gelegt wird, wende den Effekt an. Oh, okay, alles klar. Und so sieht Artus normalerweise aus, ohne Helm. Herrscher macht 10, Urteil kostet 3 und Energieschub 1. Alles klar, das ist leider nicht voll. Aber das kennt ihr hier. Dann kommen wir mal zu seinen Runen. Da hätten wir Excalibur, Antimaterie, Geschütz. Meisterrune, du kannst diese Karte nur ausspielen, falls dein Herrscher oder Vollstrecker Artus oder Artus Maschinenkönig ist. Dein Gegner teilt alle Nicht-Zauberstein, Nicht-Vollstrecker-Spielobjekte, die er kontrolliert, in 2 Gruppen auf. Bestimme eine Gruppe davon und lege alle Karten in dieser Gruppe in beliebiger Reihenfolge unter das Deck des jeweiligen Besitzers. Gesundheit. Das muss ich mir, glaube ich, nochmal durchlesen, um das zu verstehen. Caliburn, Richtschwert. Rune mit 3 Herrschermacht. Bestimme 2 Resonatoren deiner Wahl, die dein Gegner kontrolliert, als Ziel. Dein Gegner wählt einen davon und kippt ihn auf die Hand des Besitzers zurück. Anschließend verbannt er den anderen. Aha. Dann haben wir einen Schnellzauber namens Bezaubern. Das sieht auch sehr cool aus. Ist das Loki? Bestimmt. Übernimm die Kontrolle über einen Resonator deiner Wahl mit Gesamtkosten von 2 oder weniger bis zum Ende des Spielzugs. Das ist immer gut. Schachmatt. Zerstöre einen beschädigten Resonator deiner Wahl. Passt. Oh, darf ich das hier überhaupt zeigen? Guten Appetit. Du kannst diese Karte nur ausspielen, falls dein Herrscher oder Vollstrecker Loki oder Loki Carsex ist. Wieso ist das bitte im Artus Deck? Entferne einen Resonator deiner Wahl aus dem Spiel. Du erhältst Lebenspunkte in Höhe seines Death. Alles klar. Aber irgendwie ist es trotzdem seltsam, dass die Karte hier drin ist. Na gut. So. Dann hätten wir das Deck. Einmal Aufklärungsdrohne, Resonator Maschine. Verbanne diese Karte, lege 4 100 Zählmarken auf einen Maschinenresonator deiner Wahl. Aktiviere diese Fähigkeit nur in deinem Spielzug. Viermal drin. Das sind natürlich immer Playsets. Gawain, flinker Mecha-Ritter. So. Diese Karte erhält Schnelligkeit, solange mindestens eine plus 100 plus 100 Zählmarke auf ihr liegt. Sind 4. Gretel vom Nebelwald. Oh, das ist unerwartet. Immer wenn du einen Zauber erweckst, ziehe eine Karte. Diese Fähigkeit wird nur einmal pro Spielzug ausgelöst.
Hänsel vom Nebelwald. Ach so. Erweckung. Bei Ankunft gib einen Resonator deiner Wahl auf die Hand des Besitzers zurück. Wenn du diese Karte ausspielst, kannst du zwei zahlen. Falls du das machst, wird diese Karte mit der Ankunftsfähigkeit auf das Spielfeld gelegt. Okay. Oh, der ist ja zuckersüß. Fenris, Wachhund von Loki. Wieso von Loki? Okay. Resonator Bestie, Erweckung. 2, Ankunft. Ziehe 2 Karten. Während du diese Karte ausspielst, kannst du 2 bezahlen. Falls du das machst, wird diese Karte mit Ankunftfähigkeit auf das Spielfeld gelegt. Schön, dass deine Erklärung dabei ist. Das hätte ich jetzt nicht vorlesen müssen. Erweckung 2. Bei Ankunft bestimme einen Resonator deiner Wahl als Ziel. Sein Beherrscher verbannt ihn. Komplizierter kann man das auch nicht schreiben. So, und jetzt habe ich hier noch Runen. Warum auch immer. Mittendrin einfach. Wartung. Schnellzauber. Ach nee, das ist gar keine Rune. Doch, das ist eine Rune. Hä? Okay. Lege 2 plus 100 plus 100 Zählmarken auf bis zu 2 Maschinenresonator deiner Wahl. Und dann haben wir hier noch den mechanischen Läufer bei Ankunft. Ein Maschinenresonator deiner Wahl erhält am Ende des Spielzugs, erhole diese Karte, bis zum Ende des Spielzugs. Was? Es ist so kompliziert geschrieben. Und dann haben wir noch den mechanischen Soldaten. Der kann gar nichts. Ist wohl ein Token. Okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, schön finde ich das Deck nicht. Mal schauen, ob mich Loki ein bisschen mehr überzeugen kann als Arthur. Auf jeden Fall hätten wir hier Loki Chaos-Hexe. Ein bisschen sehr abgemagert. Also, naja, hübsch finde ich sie jetzt nicht gerade. Naja. Herrscher macht 10. Du kannst für Erweckungskosten von Zaubern, die du kontrollierst, jeweils 2 weniger bezahlen. Aha, okay. Anders sieht sie so aus. Ja, nicht schlecht. Ja, solide, sehr hübsch. Aber der Hut ist ein bisschen groß. So, dann gucken wir uns mal das Deck an. Wir haben hier den mechanischen Soldaten nochmal. Der kann ja gar nichts. Ach, da sind die anderen 3 vom Playset. Ach so. So, okay, da geht also das Deck gerade weiter, wie man sieht. Dann haben wir eine Rune mit Monsterisieren. Was ist das? Eine Mischung aus Fenris und Cthulhu oder so, ich weiß es nicht. Ein Resonator deiner Wahl wird zu einem 900-900 bis zum Ende des Spielzugs. Holy! Okay. Wissensschwall. Ziehe 2 Karten. Wow, das ist nicht viel. Parsifal, gleißende Mecha-Ritterin. Okay. Bei Ankunft, du kannst einen anderen Maschinenresonator, den du kontrollierst, auf die Hand des Besitzers zurückgeben. Falls du das machst, gib einen Resonator deiner Wahl auf die Hand des Besitzers zurück. Hä? Was? Was? Also ich kann offensichtlich selbst eine Maschine zurück auf die Hand nehmen. Und falls ich das mache... Ah, kann ich einen Resonator meiner Wahl, also vom Gegner zurück... Ah, jetzt habe ich es verstanden. Okay, hat kurz gebraucht. Das ist eigentlich ganz cool. Dann kann ich angreifen, ne? So, versteinern. Das ist eine sehr coole Karte, also ein sehr schönes Artwork, meine ich damit. Resonatoren, die dein Gegner kontrolliert, erholen sich in der nächsten Erholungsphase ihres Beherrschers nicht. Oho, das ist eine sehr schöne Rune. Auskundschaften. Das sieht so merkwürdig aus, eine... mittelalterliche Burg mit Rittern oder einfach Drohnenroboter da oben. Lol. Seherblick 3. Okay. Ziehe eine Karte. Alles klar. Ah, eine Vogelscheuche. Cool. Beziehungsweise ein Vogelscheuchenwaldführer. Jetzt haben wir es. Sehr cool. Erweckung 1. Bei Ankunft. Ziehe eine Karte. Anschließend wirf eine Karte ab. Okay. Es ist 4-mal drin. Hexenhäuschen. Das ist ein sehr, sehr spooky Artwork. Wenn diese Karte vom Spielfeld auf den Friedhof gelegt wird, zeige die oberste Karte deines Decks vor. Falls es ein Wasserresonator ist, lege ihn auf das Spielfeld. Nice! Wow! Dieser Zauberstein ist traumhaft schön. Wow! Wow, wow, wow. Wow, 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 wow. Und
Hier gibt es hier sogar ein Foil. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Wunderschön. Also man sieht, glaube ich, sehr krass den Unterschied zwischen voll und nicht voll. Ah, da freue ich mich drüber. Sehr, sehr schön. Und da hinten ist noch irgendwas. Ach ja, natürlich. Osiris, der Herr des Jenseits. Den kennen wir schon aus jedem anderen Starterdeck. Der ist ja immer drin. Bei Ankunft, diese Karte erhält Schnelligkeit, falls dein Gegner keine Karte abwirft. Wenn diese Karte vom Spielfeld auf den Friedhof gelegt wird, du kannst zwei Karten abwerfen. Falls du das machst, lege diese Karte unter der Kontrolle des Besitzers auf das Spielfeld. Okay, da kommt also immer wieder. Nice one. Aber ich habe ihn jetzt fünfmal. Das war's vom Deck mit Loki und Artus. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen mit dem kleinen Unpacking. Und ihr konntet euch entscheiden, ob ihr das Deck jetzt haben möchtet oder eben nicht. Noch bekommt ihr es auf jeden Fall. Ansonsten wünsche ich euch viel Spielspaß, viel Glück beim Kartenziehen aus Boostern und schaut gerne, wenn ihr möchtet, in die verlinkten Videos an der Seite rein. Ich verlinke euch auch noch die Playlist zu den Force of Will Videos. Und ich würde sagen, macht's gut und bis bald. Ciao, ciao!